Was haben ein Putzroboter, eine Butterserviermaschine und ein verurteilter Straftäter in der Unterwelt gemeinsam? Sie alle lehren uns die wohl wichtigste Wahrheit des Universums. Gemeinsam mit Nietzsche, Captain Peng, Mutter Teresa, Hermann Hesse und weiteren großen Lehrern, Philosophen und Denkern möchte ich heute der tiefen Wahrheit hinter der Folge Simablu aus der Serie Love, Death and Robots auf den Grund gehen. Die Suche nach dem Sinn ist essentiell für das Menschenleben. Doch was ist der tiefere Sinn? Simas Bilder zeigen zuerst die Suche. Die Suche nach diesem tieferen Sinn des Daseins. Er konnte an jeden Ort des Universums reisen. Seine Augen waren so modifiziert, dass er jedes erdenkliche Spektrum sehen konnte. Die Existenz der äußeren Wirklichkeit offenbarte sich ihm wie niemandem zuvor. Und so wagte er sich auf eine Reise, um mit dem Kosmos zu kommunizieren. Aber irgendwann realisierte Sima, dass der Kosmos bereits mit einer eigenen Wahrheit sprach. Weitaus besser, als er es jemals könnte. Was ist diese Wahrheit? Mehr und mehr offenbart Sima sein tiefstes Seelenleben auf seinen Gemälden, bis sein Gemälde rein sein Seelenleben abbildet. Doch das reicht nicht. Er bringt sein Seelenleben sogar direkt in den Kosmos. Doch zu versuchen, den inneren Kosmos in den äußeren Kosmos zu bringen, ist nicht das, worum es geht. Mutter Teresa wurde einst von einem Journalisten gefragt, was sie sage, wenn sie zu Gott bete. "Ich sage gar nichts", antwortete sie. "Ich höre nur zu." Der Journalist fragte daraufhin, was Gott denn im Gebet zu ihr sage. "Er sagt gar nichts", erwiderte sie. "Er hört nur zu." So hört auch Sima dem Kosmos zu, der mit seiner eigenen Wahrheit spricht. Doch was ist die tiefe Wahrheit, der Sima sich nähert und die er zum Schluss tatsächlich findet? "Endlich verstehe ich, was ich durch mein Herz gesucht habe." Die schlichte Freude zu spüren, eine Aufgabe gut erledigt zu haben. Die Suche nach der Wahrheit wird endlich vollendet sein. Ich gehe nach Hause. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese Maschine aus Rick and Morty. Eine Butterserviermaschine. Als sie den Zweck ihrer Existenz erfährt, ist sie schwer enttäuscht. Sima, der die Wahrheit gefunden hat, würde ihr sagen, dass es um die schlichte Freude geht, die Butter gut zu servieren. Die größte Kunst im Leben ist es, in einer einfachen Aufgabe völlig aufzugehen. Thich Nhat Hanh drückt diese Freude in einem Gedicht so aus. Sei eine Knospe, die still in einer Ecke ruht. Sei ein Lächeln, Teil einer Wunderwelt. Bleib hier, du brauchst nicht vorzugehen. Diese Heimat ist so schön wie die Heimat unserer Kindheit. Füg ihr bitte keinen Schaden zu und sing weiter. Dieses Gedicht erinnert an die drei Verwandlungen, die Nietzsche seinen Zarathustra in einer Rede beschreiben lässt. Vom Kamel zum Löwen zum Kind. Im Prozess der Wahrheit und Selbstfindung beginnt der Geist im Zustand des Kamels, das für den demütigen Geist steht. Im Zustand von Selbstverleugnung, Genügsamkeit, Folgsamkeit und Anpassungsvermögen an widrige Umstände. Wie Sima, als er noch folgsam seiner Aufgabe nachging. Der Geist wird zum Löwen, der nach Freiheit, Souveränität und Selbstbestimmung strebt. Er lehnt sich auf gegen die Welt und dessen Zustand. Nietzsche beschreibt es als ein heiliges Nein, auch vor der Pflicht. Wie Sima, der seinen Körper erweitern lässt, um immer mehr Orte des Universums erkunden zu können, auf der Suche nach der Wahrheit. Oder wie die Butterserviermaschine, die ihr Schicksal gerade erfahren hat und in eine tiefe Enttäuschung stürzt. Doch der Löwe kann nicht konstruktiv, sondern nur destruktiv wirken. Der Geist muss zum Kinde werden, ein heiliges Ja sagen, Ja zum Spiele des Schaffens. Oder wie es Thich Nhat Hanh in seinem Gedicht sagte, diese Heimat ist so schön wie die Heimat unserer Kindheit. Ja zum Spiele des Schaffens, formuliert es Nietzsche. Meister Eckhart sagte, das Dasein der geschaffenen Dinge sei nichts anderes als ein Werden und Vergehen. Schöpfung ist also kein abgeschlossener Akt der Vergangenheit, sondern ein fortwährender Vorgang. Die Schöpfung vollzieht sich also in jedem Augenblick aufs Neue. Aldous Huxley schreibt in seinem Buch Pforten der Wahrnehmung, ich sah, was Adam am Morgen seiner Erschaffung gesehen hatte. Das Wunder, das sich von Augenblick zu Augenblick erneuernde Wunder bloßen Daseins. In bewusster Wahrnehmung der Welt nehmen wir die Welt wahr, wie sie im ständigen Fluss ist und stellen ohne zu urteilen fest, dass nichts von Dauer ist.
Du kannst ein Geräusch nicht länger festhalten, als es eben da ist. Es taucht im Bewusstsein auf und verschwindet wieder. Du kannst einen Gedanken nicht länger festhalten, als er eben da ist. Er taucht im Bewusstsein auf und verschwindet wieder. So ist es mit allen Inhalten des Bewusstseins. Diesen Fluss wahrzunehmen, ist Achtsamkeit. Wahre Freude liegt nicht im Streben nach immer mehr von etwas, sondern im Tun an sich, im Handeln, in der Handlung im jetzigen Moment. Dies bewusst und mit voller Aufmerksamkeit zu tun. Menschen neigen dazu, es als Wunder zu betrachten, wenn jemand auf dem Wasser wandeln oder durch die Luft fliegen kann. Das wirkliche Wunder besteht für mich aber nicht darin, auf Wasser zu wandeln oder durch die Luft zu fliegen, sondern auf der Erde zu gehen. Jeden Tag haben wir Teil an einem Wunder, das wir gar nicht als solches erkennen. Ein blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Blätter, die schwarzen, neugierigen Augen eines Kindes, unsere eigenen Augen. Alles ist ein Wunder. Auch Siddhartha sagte im gleichnamigen Roman von Hermann Hesse, ich begehre nicht, auf dem Wasser zu gehen. Thich Nhat Hanh spricht außerdem von einer Auflösung der Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt. Trinken Sie eine Tasse Tee, löst sich auf einmal der scheinbare Unterschied zwischen dem, der trinkt, und dem Tee, der getrunken wird, in Luft auf. So wird das Trinken einer Tasse Tee zu einer direkten und wundervollen Erfahrung, in der es keine Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt mehr gibt. Reines Geschehen. Alles ist einfach und wird immer sein. Wie Captain Peng es poetisch in seinem Buch ausdrückt, für einen unendlich kurzen Moment war Igor weder eine Welle noch ein Teilchen. Er saß auf dem Teppich und stellte voller Erschütterung fest, dass er passierte. Jetzt, da er einen so mächtigen Blick auf sich ruhen fühlte, löste er sich nach und nach auf. Es gab keinen mehr, der schaute, sondern ausschließlich das Schauen selbst. Völlig im Einklang mit dem Fluss des Seins, der Einheit zugehörig, einverstanden mit dem Strom des Lebens. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, sagte Albert Camus. Glücklich in dieser einen Aufgabe, den Fels den Berg hinaufzurollen, nur um ihn dann wieder herunterrollen zu lassen. Wir müssen uns die Butterserviermaschine als eine glückliche Maschine vorstellen, die in völliger Einheit mit ihrem Tun die Butter serviert. Das Leben fließt von einem Augenblick zum anderen. Der eine Augenblick muss vergehen, damit sich der neue Augenblick voll entfalten kann. Lebendigkeit ist niemals Stillstand. Sie kann nicht festgehalten und konserviert werden. In der Veränderung und Wandlung liegt die Schönheit des Lebens. Sima ist zu Anfang seiner Existenz wie das Kamel. Er wird dann durch höhere kognitive Funktion zum Löwen, der seine Existenzkrise in der Kunst ausdrückt, und wird zum Schluss wieder zum Kinde. Das Erste, was ich jemals sah, so begann mein Leben, als eine kleine, simple Maschine, die sich gerade einmal selbst steuern konnte. Endlich verstehe ich, was ich durch mein Herz gesucht habe. Die schlichte Freude zu spüren, eine Aufgabe gut erledigt zu haben. Die Suche nach der Wahrheit wird endlich vollendet sein. Ich gehe nach Hause. In zwei Folgen meines Podcasts bin ich auf die Thematik dieses Videos genauer eingegangen. Eine Folge mit einer kurzen Einführung in die Achtsamkeit und eine längere Folge zum Thema Zen. Alle Infos findest du natürlich in der Videobeschreibung, ebenso auch spannende Buchempfehlungen. Lass dich davon gerne inspirieren. Denn was könnte es Schöneres geben, als ein erfülltes Leben durch ein bewussteres Dasein?